Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Goo. Oh Gott, da hat meine Stimme quasi schon versagt am Anfang. Mein Name ist Dennis Bram und wir erleben jetzt zusammen die Begrüßungseinheit. Bitte Schuhe abputzen, wisst ihr Bescheid? Boah, ich liebe diese geile Mucke, die erinnert mich immer so total an Worms. Da, 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 da. Wow. Okay, Mund. Sie lässt nur genau überprüfte Goo-Bälle auf die Hauptinsel. Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein, vor allem da sich die Energiequelle für die ganze Welt irgendwo auf dieser Insel befindet. Aber vermeide den schwachen Treibriemen zu zerreißen, da er aus stark bearbeiteten Goo zu bestehen scheint. Der freie Schildermaler. Was steht da? Diese sollten für gesetzte Zuglass und Haltung verwendet werden, nicht dazu Sicherheitssysteme zu umgehen. Das ist nur zu deinem Besten. Okay. Was ist da? A secret disposal. Hold down this way. It's good for quiet. Ah, Moment, jetzt muss ich das wieder. Tja, jetzt versagt man Englisch. Disposal. Ein geheimes Etwas ist da unten wohl. It's good for quietly disposal. Okay, lassen wir das. Ich bin noch nicht so ganz wach und hab gerade irgendwie ein bisschen versagt Englisch. Egal. Okay, was müssen wir hier machen? Dann müssen wir den jetzt quasi irgendwas bauen, um die geilen Ballons da hinzukriegen, sagst du? Nö, Moment. Ab nach oben. Gib ihm. Hey! Alles klar. Sieht gut aus. Der Freedom Scrapper 3000. Okay. Alles klar. Jetzt gib ihm. Nein! Nein! Alles klar, go go. Ja, wir machen noch eine Runde sofort, ist ja kein Problem. Los. Komm schon. Und quasi. Ja, immerhin wieder ein paar. Rüber. Voll geile Idee. Nein! Voll die dumme Idee. Nächste Runde geht, oder was? Piu! 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 Du nicht. Kannst du mal hochfliegen. Piu! 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 Und piu! Na, du machst das schon mal? Alles klar.
Ja, gib ihm. Alles klar. Na komm schon. Es geht doch mal ein paar mehr drüber. Boah, ihr Ficker. Und weiter geht's. Nächste Runde. Wir wollen natürlich so viel. Ja, komm schon! Nein, du bist hier nicht. Doch, der ist drüber. Aber nice. Aber nice. Ja, sicher. Boah, die waren auch gut. Ja, nein! Nein! Ja. Gib ihm. Boah. Mit den Grünen. Das soll ich mir aber nochmal überlegen. Kommt aber gerade noch welche? Da kommt noch einer. Komm schon. Wie gibt's den Metz? Ja. Bleib da. Bleib da oben. Nein! Nein! Hallo. Ich weiß nicht, ob er da ist. Och, nee. Und ab nach unten wieder. Da ist der Letzte. Wir nehmen natürlich alle mit. Go, go. Ich glaube, diesmal funktioniert es, ja? Komm schon, nimm dir den oberen Teil der Pyramide. Du Nutte. Komm schon. Sicher? Jawohl, ja. Juhu! Juhu! Bam! Das war ziemlich gut. 60 Stücke, nice. Die Schönheitsschule. Zeit an die Arbeit zu gehen. Ja, ich hätte auch mal ein bisschen Kosmetik, wäre gar nicht so schlecht. Okay. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Gu im Land? Eine rote Röhre, wohl sehr exklusiv, nur manche Arten von Gu dürfen rein. Ja, wahrscheinlich nur die roten. Also, mach ich jetzt am besten den hier. Und so. Dann müsste der quasi schon anfangen, oder? Moin! Okay. Und jetzt nehmen wir den weg. Und hier noch. Oh, was soll ich sagen? So, ich würde sagen, Maximum erreicht. 18 von 16 nur. Okay, too easy. Bisschen langweilig, ist das doch das Level. Lonto Plague spielt. Lonto Plague. Wir uns doch mal direkt die nächste Map an. Oh, geil. Was ist das denn? Kosmetik? Ah, hammer eklig. Sprungloch oder Vulkan? Erstmal das Sprungloch. Das ist kein Bug. Das war geplant.
Wahrscheinlich stand da im Englischen, it's not a bug, it's a feature. Wo sind sie denn alle? Ich muss jetzt... Okay. Loops. Loops. Loopsola! Ich glaube, nichts übersehen, oder? Nach links kann ich auch gar nicht. Jamaiko! Okay, wir sind drin. Welche kann ich denn jetzt ein bisschen oben wegnehmen? Okay. Aber geil. Ich glaube, das war das Maximum. Juhu! Das war tricky. Gefunden! Die Flöte. Gubelle sind von ihrer Musik fasziniert. Okay. Dann machen wir erstmal den Pfeifer. So geht's. Sie scheinen der Pfeife zu folgen. Eines Tages, wenn sie eine DVD ihrer Abenteuer veröffentlichen, wird einer der Gubelle wahrscheinlich sagen... Wir folgen deinem Klang. Der klassisch ausgebildete Schildermacher. Aha. Na los, Jungs. Genau so wollen wir. Nein! Da ist einer weg? Nein! Nicht einer weg sein. Schneller dran. Mit allem Mann. Jetzt auf die andere Seite. Go, go. Babadi? Das ist ein Scherz. Gehen die Weißen da auch rein? Na, dann muss ich das nochmal machen. Weil ich kann ja dann noch einen kriegen. Na komm. Kommt hier rüber, ihr geilen Nutten. Was ist das denn für eine Scheiße? Alter, bin ich denn inkompetent? Kann echt nicht wahr sein. Nur los, ihr Schnitzel. So, go, go. In your face, bitch! Dann machen wir jetzt Vulkanheilbad. Blasen steigen auf!
What the fuck? Ich bin Monster verwirrt. Jeder ist willkommen. Das müssen sie jedenfalls sagen. Aber wenn sie so aussieht, kommt sie nicht rein. Es gibt eine andere Röhre nach oben, die ihr gefallen dürfte. Okay, also die Roten müssen darunter. Achso, und die Roten geht's wahrscheinlich wieder durch die Tussi hier. Okay. Eine sehr hübsche Blume. Was wohl passiert, wenn man ihr näher kommt? So. Aha. Okay. Ich bin... What the fuck? Okay, sehe ich das richtig, wenn das Ding da links oder rechts drüber fällt, dann habe ich verloren. Okay. Papadi! Mit euch hier geilen Schnittis. Papadi! Was passiert denn da jetzt? Es gibt auch endlich. Go! Wollt ihr mich verarschen? Ob das ja gewollt ist? Hm, das ist auch ein Schild. Punkt, Punkt, Punkt. Die Pfeifen nicht vergessen. Okay, wir gehen mal schnell wieder zurück. Okay. Alter Vater. Nein! Komm nach oben, egal, Noten. Alter Vater. Da oben. Okay, alles safe noch. Warum gehen die eigentlich die ganze Zeit nach unten? Achso, die gehen immer Richtung Loch, wa? Das schien nachträglich irgendwie unklug zu sein. Fick euch doch. So. Okay, jetzt erstmal die ganzen Viecher. Anna und go, 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 go. Hier unten alles, das steht da, das brauchen wir nicht mehr. Und das hier, und das hier. Und das hier, und das hier. Und das da. Und
das hier. Das. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein paar. Nochmal neue. Oh, interessant. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was damit? Okay, achso, jetzt muss ich quasi da runter. Welche Farbe kann da durch? Rot. Achso, da kommen sowieso nur die Roten durch. Wenn da nur die Roten durchkommen, dann wird es natürlich jetzt auch Sinn machen, einfach mal kurz so zu machen quasi. Nein, das war voll dumm! Und die Pfeife nicht vergessen. Schön hier unten bleiben, schön hier unten bleiben. Sehr gut. Perfekt. Puh. Das war doch etwas, ich sag mal, geschicklich. Geschicklich. Mein Gott. Geschicklichkeit benötigendes Rätsel. So. Aber bevor ich euch zeige, was ich noch mit den Fingern so drauf habe, müsst ihr wohl die nächste Folge einschalten von World of Goo mit Dennis. Haut rein.